Willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um UV-Unwrapping und was ist das eigentlich genau? Unsere Herausforderung besteht darin, ein 3D-Modell mit einer Bilddatei zu texturieren, also anzumalen. Das Schwierige ist, wir können nicht einfach unser Bild nehmen und über einen Würfel stülpen. Das klappt einfach nicht. Aber im Grunde ist das System schon richtig. Stellt euch einen Schokoladenhasen vor, der mit einem bunten Alupapierchen umwickelt ist. Der wurde nicht angemalt, nachdem er umwickelt wurde, sondern vorher wurde die Alufolie einfach flach angemalt, wie in einem Drucker. Und genau so machen wir das auch. Wir nehmen also eine Bilddatei und projizieren sie um unser 3D-Objekt. Damit das wirklich gut klappt, müssen wir natürlich sagen, auf welcher Fläche ist welches Pixel. Von daher müssen wir unser 3D-Objekt schneiden und flach ausbreiten. Bei einem Würfel ist es relativ einfach. Da verhält sich es im Grunde wie mit einem Karton, an dem die Seiten aufgeschnitten wurden. Hier sehen wir relativ deutlich, dass wir hier geschnitten haben, dann auf der Seite wurde geschnitten, an der weißen Fläche, und unten wurde nochmal zwei Schnitte gesetzt. Wir sehen diese Schnitte im Edit-Modus auch nochmal. Die habe ich jetzt von Hand eingefügt. Eins vorneweg, wenn ihr einen Würfel, also ein Primitive Object, in Blender unwrappen wollt, könnt ihr euch die Mühe sparen. Die sind von Anfang an richtig geunwrapped. Erst bei komplizierteren Objekten, wenn wir vom Primitive weggehen, müsst ihr von Hand diese roten Striche setzen, wo später geschnitten werden soll. Das sind sogenannte Seams. Dazu kommen wir später noch. Erstmal geht es darum, wie breite ich dieses Objekt denn eigentlich im Hintergrund flach aus und wie muss ich mir das Ganze vorstellen. Also, unser erster Schritt wäre sozusagen, diese Schnitte zu setzen. Dann würde er sich ungefähr wie in diesem Bild aufblättern. Und im dritten Bild sieht das Ganze dann aus wie ein Kreuz. So ist er einfach flach auf den Boden gedrückt. Also wir breiten unsere Flächen hier aus und drücken sie flach auf den Boden. Der Vorteil, dass wir jetzt ein 2D-Objekt haben, ist der folgende. Wir können einfach eine Textur genau hier drauflegen und sie wird später auf unserem Würfel sichtbar sein. Wir brauchen also eine Bilddatei. In dem Fall ist es eine ganz normale Texturdatei. Dieses Bild müsst ihr natürlich nicht in den 3D Viewport von Blender reinziehen, das habe ich nur gemacht, um es euch zu veranschaulichen. Den richtigen Weg zeigen wir später. Jetzt geht es darum, wie wird das Ganze mit unseren ausgebreiteten Flächen drauf projiziert. Ungefähr so. Wir haben also unser ausgebreitetes Kreuz von links und legen es genau so drauf auf unsere Textur. Und er übernimmt, wie wir hier sehen, genau hier unsere Textur. Das Ganze ist, wie gesagt, nur Veranschaulichung. Der eigentliche Vorgang der Texturierung ist etwas anders. Dazu müssen wir uns nicht in den 3D Viewport begeben. Das soll nur veranschaulichen, wie die Textur am Ende aufgetragen wird. Unsere UV Map wäre also von links nach rechts und von unten nach oben, das ist unsere Karte und hier drauf befinden sich unsere Flächen. Wenn wir später in das UV-Editing kommen, sehen wir genau das gleiche wieder. Im UV-Editing haben wir hier unsere Bilddatei und wenn wir in den Edit-Modus gehen, sehen wir, dass unsere Fläche hier genauso auf der Textur aufliegt. Wenn wir unsere Textur, die natürlich hier nichts zu suchen hat, entfernen. Dann sehen wir recht genau, wenn wir wieder in den Edit-Modus gehen, dass zum Beispiel bei diesem großen Fleck hier auf dieser Seite genau der gleiche Fleck ist. Ich habe das Ganze einmal gespiegelt, damit es später besser zu sehen ist, wenn wir unseren Würfel einblenden, der dann texturiert ist. Könnt ihr komplett ignorieren. Wichtig ist, wir haben eine Bilddatei, darauf lassen wir alle einzelnen Flächen darstellen und damit wird unser Bild genau an dieser Stelle drauf projiziert. Am besten seht ihr es, wenn wir uns im UV-Editing-Bereich auf unserer UV-Map unsere
einzelnen Flächen bewegen. Dann seht ihr, wie sich andere Teile unserer Textur darauf projizieren. Wenn wir oben das Snapping ausmachen, können wir es auch noch glatter bewegen. Dabei stellt ihr vielleicht fest, dass dieses Muster hier oben absolut keine Verwendung findet auf unserem Objekt und genau so ist es. Diese Teile, die aktuell nicht von Flächen abgedeckt sind, von dieser Textur, werden nicht verwendet und werden komplett ignoriert. Wenn wir zum Beispiel diesen Bereich hier haben möchten und der soll aufgedruckt werden, dann müssen wir unser Objekt auch da drauflegen und dann wird er auch entsprechend angedruckt. Dafür ist jetzt der untere Bereich nicht angedruckt. Wenn wir unseren Würfel texturieren, dann können wir uns 3D Viewport unser nächstes Beispiel anschauen und das ist unser Textured Cube. Unser Cube ist jetzt wieder mit seiner ausgebreiteten Fläche wieder umwickelt worden, sozusagen das Schokohasen. Alufolienstück wurde wieder um unser Würfel gelegt und nimmt nun wieder seine Textur an. Das Ganze funktioniert bei einem Würfel noch relativ gut nachvollziehbar. Bei anderen Objekten muss man einfach auswendig lernen, wie man die richtig schneidet oder man muss so lange probieren, wie es gut aussieht. Im Fall einer Orange zum Beispiel oder einer Sphere. Das ist eine UV-Sphere, ein ganz normales Primitive-Objekt. Und dort könnt ihr euch vorstellen, ist es genau wie wenn ihr diese Orange von Hand schält. Ihr schneidet also hier einzelne Schnitze raus. Denn eine Halbkugel, wenn wir sie nur in der Mitte durchschneiden würden, könnte sich nicht einfach auf den Boden flach drücken lassen, ohne dass die Seiten einreißen. Und genauso verhält sich es auch mit einer Textur. Wenn ich einfach die Halbkugel nehme und dann unwrappe, also sozusagen flach drücke, dann werden die Seiten wie in der Realität reißen. In dem Falle kann das Mesh nicht reißen, es wird also einfach die Textur verzerren, weil die Fläche, die in der Mitte ist und die außen ist, nicht mehr gleichmäßig der Realität entsprechen. Also müssen wir etwas nehmen, was möglichst wenig Wölbung hat, denn Wölbung bedeutet immer verzerrte Textur. Der beste Weg bei einer Kugel, eine Wölbung zu vermeiden, ist kleine Schnitze zu machen. Und die haben in sich dann einfach relativ wenig Wölbung und lassen sich flach drücken. Hier haben wir das erste Beispiel, wo wir eine dieser Schnitze flach gedrückt haben. Und da wir nicht komplett durchschneiden müssen, denn hier an den Seiten haben wir relativ wenig Wölbung, können wir sie folgendermaßen schneiden. In dem Falle wurde einfach nur unsere Mitte ganz gelassen und hier oben die roten Schnitte angesetzt, so wie unten. In dem Falle haben wir ein zusammenhängendes Konstrukt aus den einzelnen Schnittflächen, welches keine Wölbung mehr hat, die ist komplett flach und lässt sich somit schön in 2D anmalen oder mit einer Textur belegen. Das System dahinter ist immer das gleiche. Wir schneiden, um am Ende eine 2D-Fläche zu haben, die möglichst keine Wölbung mehr aufweist. Es wird bei einer Kugel nie ganz gelingen. Es ist nicht möglich, eine Kugel komplett ohne Wölbung zu schneiden. Egal wie klein die Schnitze werden, sie sind immer von einer gewissen Wölbung betroffen. Ausgenommen, ihr nehmt den absolut kleinsten, denn in Blender hat, anders wie in der Realität, keine dieser Flächen eine komplett perfekte Kurve. Sie wird immer aus kleinen Edges bestehen und eine Edge ist nun mal kerzengerade. Von daher ist das hier die kleinste Möglichkeit und die wird keine Wölbung mehr haben. Sobald wir das Ganze allerdings in der Realität betrachten, müssten wir bei einer Kugel, die noch etwas mehr Vertices hat und eine etwas feinere Oberfläche haben, Hunderte von kleinen Schnitzen machen. Das ist aber in der Realität gar nicht nötig, immer abhängig davon, wie fein muss eure Textur sein.